Hallo alle zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Puh, was soll man sagen zu dem heutigen Tag? Das, was in Berlin passiert ist, zeigt mir eindeutig eins. Und ich glaube, viele von euch sehen das so. Diese Regierung, und ganz egal, welche Partei davon an der Macht ist, dieses System, das so da ist, interessiert sich absolut überhaupt nicht für die Meinung der Menschen in diesem Lande. Wenn ich doch so ein Gesetz beschließe und vor, also einfach, wenn ich das so sehe als Regierung, ich gehe mal davon aus, ich will wirklich fürs Volk da sein, für die Menschen, und da stehen Abertausende vor den Regierungsgebäuden und demonstrieren. Und es wird seit Monaten ja schon nicht mal gefragt, keine Diskussion, keine gar nichts. Gehorchen, folgen, umsetzen. Und das ist jetzt per Gesetz zementiert. Und wir als Menschen haben überhaupt keine Möglichkeit, irgendeinen Einfluss auf die Entschlüsse der Regierenden zu nehmen. Überhaupt keine. Demonstrationen nutzen nichts, sind jetzt auch per Gesetz, können jetzt dann demnächst abgesagt werden, dürfen wir auch nicht mehr. Was soll man denn noch machen? Petitionen, interessiert sich kein Mensch dafür. 4 Jahre warten, bis man das nächste Kreuzchen macht, und dann kommen irgendwelche anderen, die genauso schon ins System integriert sind. Welche Möglichkeit haben wir denn als Menschen in diesem Lande, Einfluss auf die Politik in diesem Lande zu nehmen? Welche denn? Nennt mir das mal bitte. Es gibt keine. Es gibt absolut gar keine. Und es zeigt mir auch wieder eins, Demonstrationen nutzen nichts. Kannst du vergessen. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, diese Regierung mit Macht oder mit Gewalt zu stürzen. Ich rufe nicht dazu auf, bin absolut dagegen, ja, ich will nur das einmal durchspielen. Leute, auch das geht heute nicht mehr. Wir sind nicht mehr hier wie französische Revolution. Da sitzen ein paar in der Burg und da gehen wir jetzt rein und dann Kopf ab und dann ist alles anders. Das geht doch gar nicht mehr. Selbst das ist eine Illusion. Wer glaubt, dass das funktionieren könnte? Da bleiben die halt daheim, machen ihre nächsten Meetings online und beschließen einfach weiter, komplett an jeglichem Willen des Volkes vorbei. Wir haben keine Möglichkeit in diesem Lande irgendwie unseren Willen mit einzubringen. Gibt es nicht. Abstimmungen finden ja nicht statt und werden seit Jahrzehnten verhindert, dass das irgendwie stattfindet. Man kommt sich absolut machtlos vor. Und dabei möchte ich jetzt einen Bogen spannen und mal überlegen, oder die Inspiration hinaustragen, zu überlegen, warum haben die denn Macht über uns? Weil wir die gewählt haben? Oder weil wir einen Lebensstandard leben wollen, wo uns die Politik verspricht, dafür steht sie ein, dass sie das halt aufrechterhält. Also ist da auf der einen Seite etwas, das wir haben wollen, und da sind welche, die sagen, das können wir euch geben. Und wisst ihr was, solange sich das nicht ändert, solange wir immer noch konsumieren, als gäbe es kein Morgen, scheißegal, ob es die Ressourcen der Welt überhaupt hergeben, scheißegal, ob Menschen dafür sterben, leiden müssen für die Produkte, die wir hier kaufen, ob die Umwelt platt geht, absolut egal, solange wir das machen, solange wir glauben, dass so muss ich leben, damit es mir gut geht, so lange haben die Macht über uns. Wer jetzt wieder sagt, ist Stefan, der spinnt.
Was ist das für ein hohles Gelaber? Ich kann aus meinem Leben, aus meiner Erfahrung sagen, ich besitze relativ wenig. Und ich führe jetzt schon ein Leben, wie sich die meisten wahrscheinlich erst erträumen, wenn sie irgendwann in Rente sind. Und erst wenn wir das umsetzen, dass das, was wir als Freiheit, als ich will doch gerne leben, einfach mal definieren, dass es nichts mit Konsum zu tun hat. Erst wenn wir unseren Lebensstandard hinterfragen, der Produktion von Großkonzernen, die die eigentlichen Machthaber sind, erst wenn wir bereit sind, ein anderes Leben zu führen, wo wir auf die nicht mehr so sehr angewiesen sind, erst dann werden die Politik als verlängerter Arm von den Großkonzernen keine Macht mehr über uns haben. Das heißt, es liegt gar nicht an der Politik, es liegt gar nicht daran, dass ich jetzt auf eine Demo gehe und oh, die müssen weg und das ist scheiße, was die beschließen und was. Die machen weiter. Okay, ihr werdet euch dessen mal bewusst, selbst wenn jetzt 2, 3, 4, 5 Millionen Menschen heute in Berlin gewesen wären, das Ergebnis der Abstimmung wäre ganz genauso gewesen. Es hätte nichts geändert. Selbst wenn wir uns in diesem Land zu 90% alle in einem Punkt einig wären, solange das gegen das ist, was die Regierung beschließen wird, haben wir keinerlei Chance, Möglichkeit, noch nicht mal irgendein Instrument innerhalb dieser Demokratie, wo der Volk ja das Souverän ist, um unseren Willen kundzutun und dafür zu sorgen, dass der umgesetzt wird. Selbst wenn wir uns alle in diesem Land einig werden und die Regierung sagt, nee, wir wollen das gerne so, dann setzen die Regierenden das durch. Und da ich gar keine große Lust mehr habe, mich über das, was im Außen alles so schief läuft, zu äußern, werde ich jetzt in Zukunft eher Videos machen, um zu zeigen, wie ist mein Weg, um vielleicht zu inspirieren, dass andere sowas Ähnliches machen. Ich habe mir jetzt ein Gestell gekauft, baue mir einen Bauwagen um, das wird dann mein kleines Zuhause. 8,50 Meter mal 2 Meter, 8 Meter mal 2,50 Meter. Und es reicht. Und das ist der Weg, wie wir aus diesem System hier rauskommen. Indem wir als Menschen uns abwenden. Indem wir gar nicht mehr der Politik, sollen sie doch beschließen, was sie wollen. Die interessiert es eh nicht, was wir wollen. Die beschließen eh ihr Ding. Und können dann notfalls mit Gewalt ihren Krams durchsetzen. Das auch noch hier zu wegen diesem, wenn man gewaltsam die Regierung stürzen. Wie denn? Wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist es die Polizei und die Bundeswehr, die da steht, mit hochgerüsteten Waffen, Panzerung und so weiter und so fort. Was haben wir denen denn entgegenzusetzen? Das Einzige, was wir entgegensetzen können, ist, dass wir dieses Leben, was uns seit es Fernsehen und Radio gibt, uns verkauft wird, wie wir leben sollen, das nicht annehmen und als Einzelner, als Familie sagen, jetzt ist gut. Ich kann auch anders dafür sorgen, dass meine Familie was zu essen hat, indem ich mich mehr mit der Natur beschäftige, eigenes Essen anbaue, mich mit anderen zusammentue, regional gucken, wo wird Essen produziert und mir dort mein Essen besorgen. Da gibt es halt nicht 50 verschiedene Früchte zur Auswahl zu jeder Jahreszeit. Da gibt es halt nicht Fisch aus China oder sonst wo, sondern gehe ich mir dann halt angeln. Und so weiter und so fort. Ich
Ich will auch gar nicht so viel erzählen, was man alles machen könnte. Ich werde nach und nach in meinen Videos zeigen, was ich mache. Und ich kann aus meiner Erfahrung jetzt rückblickend, wo ich ja schon jetzt fast 11 Jahre, 12 Jahre in einem Bus gewohnt habe, auf 12 Quadratmeter, mit einfach weniger Konsum, weniger Materialismus und so weiter und so fort, sagen kann, es tut auch dem Menschen, also mir persönlich tut es auch gut, es tut der Seele gut, nicht jeden Tag aufstehen zu müssen, wann ein Arbeitgeber es mir sagt, sondern dann, wann ich will. Genauso dann zu arbeiten, wann ich will. Und was ich will. Wenn ihr dazu nicht in der Lage seid, dann braucht ihr nicht demonstrieren zu gehen. Wenn ihr nicht dafür in der Lage seid, euer eigenes Leben in die Hände zu nehmen, die Mutter Erde gibt uns alles, was wir brauchen. Ja? Und wir sind hier in einem der reichsten Länder der Welt. Das heißt, wir haben gerade hier in Deutschland, haben wir die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, jetzt ist gut, ich schalte jetzt zurück. Ich habe jetzt das und das schon und gucke jetzt nicht, dass es nur noch darum geht, noch mehr, noch mehr, noch mehr zu erlangen. Sondern gucken, dass man unabhängig, autark wird. Und damit wird man resilient. Damit wird man widerstandsfähig. Und wenn sich dann sogar noch Menschen zusammenfinden, das ist natürlich jetzt nur wieder Träumerei. Man sieht ja heute, eins hat die Politik und die Medien geschafft, Spalten, 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 Spalten. Aber wenn wir zusammenkommen würden und täten, sagen wir, gucken jetzt, dass wir alles, das meiste zumindest, was wir brauchen, selbst erwirtschaften, dann könnte uns keiner reinreden. Und das liegt allein an uns. Solange ich immer noch hier, was ist denn heute alles so normal? 1, 2 Autos, 1, 2 Fernseher, die neuesten Handys und zack, zack, zack und dann noch wahrscheinlich noch Markenklamotten und das. Solange ich das alles brauche, damit ich mich wohlfühle, da habe ich erstmal einen psychischen Schaden. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Da bin ich einfach gehirngewaschen. Und solange die Mehrzahl der Menschen das braucht, wird sich nichts ändern. Absolut nichts. Außer in die Richtung, wie es uns die Politik und die eigentlichen Machthaber im Hintergrund vorgeben. Und wohin soll es hingehen? Digitalisierung, ID 2020, dass wir als Menschen einfach nur noch ein weiterer Teil innerhalb des virtuellen Netzwerkes sind. Immer weiter weg vom Menschen und eigentlich von der Natur. Und erst wenn wir das wieder umkehren, zurück zur Menschlichkeit, zurück zur Natürlichkeit, dann entziehen wir diesen absolut abgehobenen Konstrukten, die anscheinend über uns herrschen, die Macht. Das ist für mich der Weg. Alles andere bringt nichts. Demos bringen nichts. Gewaltsam irgendwie, das kannst du auch vergessen. Jetzt haben die größer Gewalt und ich habe es ja eben schon gesagt. Ne? Es kannst du einfach knicken. Du kannst es knicken. Erst dann, wenn immer mehr Menschen sagen, so, jetzt ist Feierabend, ich mache so nicht mehr mit. Wofür denn 40, 50 Jahre arbeiten? Für welche Pipifax-Rente? Wer glaubt denn das alles noch? Diese vermeintlichen Sicherheiten, es gibt keine Sicherheit im Leben. Das Einzige, was sicher ist im Leben, ist, dass wir irgendwann mal sterben. Sonst ist gar nichts sicher. Eins ist noch sicher. Wir haben eigentlich die Macht in diesem Land, auf diesem Planeten, in unserem eigenen Leben zu tun und zu lassen, was wir wollen. Wir können uns
an das halten, an was uns da vorgegeben hat, an die Marschrichtung, wo sich die Menschheit hinbewegen soll. Oder wir können die auch selbst bestimmen. Das ist auch noch sicher.